Ja, grüß euch. Momentan bin ich wieder ein bisschen mehr geschäftig unterwegs. Das liegt daran, dass ich momentan einfach meine Gedanken relativ frei habe und mir einige Dinge einfach kommen, über die man einfach immer wieder reden kann. Aber reden kann man über viel. Die Frage ist, geht ja ums Handeln. Der Begriff Sekte. Und das ist vielleicht ein Thema, wie viele Themen oder alle Themen, wo man natürlich sehr, würde ich sagen, schlecht informiert haben, bis gar nicht und falsch informiert. Und zum Beispiel jetzt die Referat der Diözese einer katholischen Organisation eine Broschüre ausgibt und über Sekten aufklärt, dann ist ja das der Widerspruch an sich der größte. Es kann nicht die größte Sekte weltweit, die katholische Organisation, über Sekten reden. Das kann jetzt objektiv sein. Und wir haben gewisse Bilder in unserem Kopf an Sekten, denken wir sofort zum Beispiel an Scientology. Wer hat uns dieses Bild einprogrammiert? Von wo kommt das Bild? In meiner Generation haben wir nur gewusst, und es war öffentlich klar, dass zum Beispiel die Zeugen Jehovas eine Sekte sind. Jetzt sind sie auch eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Das ist interessant, wie man gewisse Dinge ändern kann und anpassen kann. Es geht natürlich immer wieder auch um das, ob bei einer gewissen Anzahl von Personen, wenn eine Sekte dementsprechende Größe erreicht, dann ist sie plötzlich eine Religionsgemeinschaft, die man anerkennen konnte. Aber es geht darum, um den Wesenskern. Und es muss nicht immer um Religion gehen, um Religionsgemeinschaften. Schauen wir vielleicht einmal grundsätzlich, also eine Definition, eine logische, sachliche, nüchterne Definition, eine Beschreibung, was eine Sekte ist. Die Beschreibungen, was generell im Internet kursieren, gefallen mir nicht, weil sie sind meistens von Sekten formuliert und aufgestellt worden, um die Konkurrenz vielleicht klein zu halten. Aber was ist das grundsätzliche Kriterium? Es gibt eine pyramidale Struktur. Und da habe ich was. Ja, das ist ja schon öfter gezeigt. Den Original-Dollar, und dann die Symbolik. Hier habe ich natürlich diese Illuminatenpyramide, das allsehende Auge, wie man sieht, schön. Das, was abgehoben ist vom Übrigen. Also gibt es einfach in Grundregeln, hast du überall eine Hierarchie, eine pyramidale Hierarchienstränge, wo es eine eingeschworene Clique gibt, die was eigentlich die Sorgen hat, und einfach die Befehlskette von oben nach unten hierarchisch runtergeht. Das heißt, alle diese alle Organisationen oder Gemeinschaften, es können private sein, können auch öffentliche sein, können auch staatliche Institutionen sein, die was dieses System aufweisen. Und je starrer, je hierarchischer, je mehr hat es den Charakter einer Sekte. Also Sekte ist es nicht ein Schwarz-Weiß-Denken, Sekte oder Nicht-Sekte, sondern hier gibt es Schattierungen. Die Frage ist, was ist Gegenteil für Sekte? Und das habe ich noch genau Gedanken gemacht. Es ist eher eine Selbstbestimmung, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, das eigene Heil suchen. Wichtig ist hauptsächlich die Eigenverantwortung im eigenen Leben zu übernehmen, die Gesetze und Richtlinien aus sich selber erschaffen und auch einhalten. Okay, es gibt eine Struktur, staatlich oder nicht staatlich organisiert, wo es ein Herrschaftssystem gibt und die Befehlskette geht von oben nach unten. Das hat man nicht nur bei den Illuminaten, sondern diese pyramidalen Strukturen hat man zum Beispiel auch im klassischen Fall in die ganzen Freikirchen. Da hat man auch diesen Pastor und dann meistens diese Pastorfamilie, die was eigentlich das obere Dreieck symbolisiert. Und dann gibt es halt irgendwo die Schäfchen, die was auch gewisse Ämter und Aufgaben kriegen, aber eher nicht im wahren Sinn oder Kern tatsächlich ein Mitspracherecht haben. Also überall, wo man diese Strukturen hat, zum Beispiel eine Bezirksschulbehörde,
Landesschulrat, Bezirksschulrat, Direktor, Lehrer und dann ganz unten an der Befehlskette sind dann die Schüler, ist ein klassisches Indiz, also das Schulsystem, so wie es ist ein klassisches Indiz für eine pyramidiale Struktur von oben herab, die Befehlskette, streng organisiert, hierarchisch, ist für mich ein klarer Charakteranzeichen einer Sekte. Wo findet man das nun oder was wären nun so Anzeichen oder Indizien und viele Indizien, die was sie verdichten, ergeben dann das Bild, wo ich dann eindeutig definieren kann, das ist eine strenge Sekte, das ist vielleicht eine nicht so strenge Sekte. Diese Gemeinschaft hat sektiererische Tendenzen, diese mehr, diese weniger sind Grauzonen-Schattierungen. Es kann genauso zum Beispiel eine Familie, ein Familienclan, so sektenähnliche Strukturen aufweisen. Es gibt zum Beispiel auch, jetzt kommen wir beim nächsten Thema, eine Lehre, zum Beispiel einen Propheten, eine Schrift, muss nicht immer die Bibel sein, ein Gesetzestext, eine Verordnung, die was von oben herab diktiert wird, die was im Grunde genommen anzunehmen ist, auch nicht zu hinterfragen, die muss durchgeführt werden, eine EU-Verordnung, also die EU ist eine klassische Sekte, würde ich sagen, wie es im Bilderbuch steht, auch von oben herunten eine nicht transparente Hierarchie. Es gibt ein Gesetz oder Gesetze oder Richtlinien, Verordnungen, die was verhindert, wo halt bestimmt werden, über die Köpfe hinweg. Den was betrifft, hat eigentlich wenig bis gar kein Mitspracherecht. Auch hier Sekten, klare Sektenanzeichen. Eine Lehre, die kann sich ja ändern. Und das muss nicht immer eine religiöse Lehre sein. Das muss nicht immer unbedingt eine, sag jetzt einmal, was mit Christentum oder was da, was mit Bibel, es kann was Ideologisches sein. Zum Beispiel, es gibt Lehrmeinungen, Dogmen, die was nicht zu hinterfragen sind und die was auch nicht zu diskutieren sind. Zum Beispiel, die Spritze hilft gegen den Virus. Oder die Maske hilft gegen den Virus. Oder der Strom kommt aus der Steckdose. Oder Elektroautos sind CO2-neutral. Also alle diese unausgesprochenen Dogmen, die was von oben herab vorgesetzt werden, vorgegeben werden und auch durchgedrückt werden und uns aufgezwungen, sind sektenähnliche oder sektierische Strukturen. Also auch eine Ideologie, eine Parteiideologie, der Clubzwang. Es wird von oben herab von der Führungsriege irgendetwas bestimmt und die Mitglieder haben zwangsmäßig dafür abzustimmen. Sie werden nicht noch an ihren eigenen Willen übergebracht. Also kann man sagen, das Parteiensystem an sich, das parlamentarische, ist auch eine Struktur, die was durchaus sektierische Tendenzen aufweist. Also man denkt einfach zum Beispiel an gewisse Ideologien. Windrauen sind jetzt die Endlösung, Elektroautos sind die Endlösung. Wenn wir Deutschen jetzt 0,00001% CO2 sparen, dann ist das die Endlösung. Also auch hier sieht man stark ideologische Prägungen oder dieses Schwarz-Weiß-Denken ist auch typisches sektenhaftes Erscheinungsbild. Putin ist böse, die Palästinenser sind böse, so ist der Terroristen, Israel ist heilig, Zelensky ist heilig. Also auch hier dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses klare Feindbild, was geschaffen wird. Da gibt es einen Bösen, der Creepy Joe ist der rechtmäßig gewählte, beste Präsident der Vereinigten Staaten und der Trump ist der Schlechteste und der Böse. Das heißt hier, also alle diese Tendenzen, die was hier einfach praktiziert werden, Schwarz-Weiß-Denken. Man lässt keinen Diskurs zu, man lässt keine Schattierungen zu. Es wird was verteufelt, das muss auch nicht gar nichts mit was Religiöses da werden. Putin wird verteufelt. Putin ist immer schlecht. Russophobie. Man hat ein Feindbild, man schafft ein Feindbild.
Das sind die bösen Menschen, das sind die guten Menschen. Die westliche Wertegemeinschaft sind die Besten. Und alle anderen sind primitive Hinterwäldler, die was eigentlich bekehrt werden müssen von den Werten der westlichen Wertegemeinschaft. Die westliche Wertegemeinschaft missioniert vor den anderen Ländern und diktiert und schreibt vor, dass nur ehrliche Werte die wichtigsten und besten sind. Und da wird gar nicht darüber diskutiert. Also alles sektenhafte Tendenzen, klare Anzeichen, dass es wir mit einer Sekte zu tun haben. Also Sekte muss es nicht unbedingt jetzt religiös sein, sie kann oft grün oder blau oder schwarz oder braun sein. Ist auch genauso eine Sekte, ist eine politische Sekte. Darf man nicht unterschätzen. Was ist nun so ein Anzeichen? Dann das Vorschreiben, wie man zum Beispiel das Privatleben, Eingriff in die Privatsphäre, Überwachung, Sektenbosse, ob sie jetzt in Regierungen sitzen oder in private, religiöse Vereine, wollen Kontrolle über ihre Mitglieder. Je mehr Kontrolle, je mehr sektenhaft. Das heißt, alle Dinge, Überwachungskameras, Überwachung, unter den Deckmantel der Sicherheit, auch hier sektenhafte Tendenzen, die was ganz klar definieren, da habe ich es mit einer Sekte zu tun. Kontrolle, ganz klar vorschreiben, wie die Menschen, die Mitglieder ihr Leben gestalten. Die sexuelle Ausrichtung. Alles muss woke sein. Auch eine klare Meinung, eine vorgefertigte sektierische Tendenz. Es wird nicht diskutiert, woke ist okay und nicht woke, dann bist du rechtsextrem. Also auch hier dieses Schubladendenken, schwarz-weiß. Die Frage ist natürlich jetzt, wie steigen wir aus einer Sekten aus? Ich meine, ich war selber mal ein Sektenboss, wie eine protestantische Hausgemeinde geleitet habe. Also ich weiß einfach, was ich rede und ich kenne diesen Geist und diese... Wenn man in den drinnen ist, sieht man das vielleicht sogar als gut und notwendig und glaubt man sogar das Gute zu tun. In den Irrglauben, in der eigenen Verblendung, wo man glaubt, was Gutes zu tun, wenn man andere missioniert oder versucht, sie moralisch da irgendwie da in eine Richtung zu lenken, selber sieht man das oft nicht, das Ziel ist. Wie steigt man aus Sekten? Naja, der Kerngedanke ist wieder, alles ist Energie. Wenn du natürlich an dieses System glaubst und diesem System deine Energie zuführst, freiwillig, indem du jetzt zum Beispiel gerade in dieser Zeit besonders konsumierst, viel Geschenke kaufst, tust du diesem System, dieser ganzen großen Sektenstruktur, wo mehrere Sekten miteinander verbunden sind, natürlich auch die Energie geben. Die Stärke. Es geht grundsätzlich immer wieder um Energie. Das andere folgt für selber. Worin setze ich meinen Glauben? Worin bestehen meine Daten? Und auszusteigen aus einer sektenhaften Struktur ist gar nicht so leicht, weil wir ja von diesen Sekten, wo wir groß waren, sind, Schulsystem ist eine Sekte. Natürlich sind wir von den Sektenbossen so erzogen worden, dass wir die Sekte nicht hinterfragen, dass wir gar nicht die Sekte als Sekte erkennen. Das ist einmal der erste Schritt. Viele glauben ja, wir leben in einer freien Demokratie und wir haben ein Wahlrecht und somit ist eh alles in Ordnung und es ist so demokratisch bei uns. Aber viele haben sich noch nicht einmal ernsthaft die Frage gestellt, in welcher lebe ich in einer riesengroßen Sekte? Das ist mir, da fangen sie mal an, dass ich mir mal gewahr werde, wo stehe ich? Ideologisch, wie immer, welche Dinge vertrete ich, wie viele Sachen, wie viele Meinungen plappert die nur noch. Weil es irgendwo 100.000 Mal in der Propagandasekte öffentlich-rechtliche Medien. Klar, das Sprachrohr der Sekten. Also du kannst schauen, was du willst, rundherum sind wir einfach von Sekten und Sektenbossen umgeben. Und anfangen das natürlich auch wieder damit, dass wir einfach den Wunsch haben und den Wunsch hegen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Was heißt Eigenverantwortung? Du wirst krank,
Ja, dann rennst du zum Arzt und lass dich krank schreiben, weil du kriegst ja Geld dafür. Eine Eigenverantwortung heißt, du tust einen gewissen Betrag auf Seiten, um eine Krankheit selber dann einfach auch überbrücken zu können. Das nennt man Selbstständigkeit. Ein Schritt. Auch selbstständig denken, aber handeln. Du wirst arbeitslos. Wieder die Frage, ich will jetzt niemand Unrecht tun. In diesem System verstehe ich, dass viele Leute einfach nicht arbeiten wollen. Nicht für die Bücher, die Sektenbosse, das verstehe ich vollkommen. Dass sie lieber vorziehen, dann hier mal auszusteigen. Aber der erste Gedanke ist, ich gehe zur Jobcenter-Sekte. Und ich kriege dann ein bisschen Unterstützung, aber ich muss diese Sekte dann natürlich auch gehorsam leisten. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, das hat alles seinen Preis. Ja, auch aus der Sekte auszusteigen, ist einmal ein Schritt ins kalte Wasser, Sprung ins kalte Wasser. Das, was am Anfang gar nicht so angenehm ist, weil Freiheit, so ist ein wie ein wildes Pferd, das muss einmal geritten werden, das muss einmal lernen, wieder zu reiten. Also Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Freiheit ist natürlich eine Tugend, würde ich sagen, die was wir Männer oder Menschen des Westens natürlich nicht gelernt haben. Die was wieder gibt, mühsam zu lernen, um Schritt für Schritt aus diesen pyramidalen Strukturen einfach herauszukommen.